Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, soeben ist der erste Bundeskongress der Union zu Ende gegangen. Ein Kongress unter besonderen Vorzeichen und besonderen Rahmenbedingungen hat stattgefunden. Ich möchte mich vorweg bei allen Kolleginnen und Kollegen für das große Vertrauen, das dem gesamten Team ausgesprochen worden ist, recht herzlich bedanken. Das ist aber auch ein Arbeitsauftrag für uns. Wie wir gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen nicht besonders gut geht. Die Kulturschaffenden leiden jetzt besonders unter Kurzarbeit oder unter Auftragsmangel. Wir haben viele Beschäftigte in der Daseinsvorsorge, die rund um die Uhr für die Bevölkerung da sind und ihr Bestes geben. Ob das die Müllabfuhr ist, ob das der Kanalarbeiter ist, ob das die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen sind oder in der Kinderbildung. Alle sind jetzt da, um der Bevölkerung Unterstützung zu geben und sie über diese schwierigen Zeiten hinweg zu helfen. Aber die Kolleginnen und Kollegen brauchen auch ihre Hilfe. Nämlich dann, wenn es um ausreichende Arbeitsplätze geht, nämlich dann, wenn es um eine gute Bezahlung geht, nämlich dann, wenn es um ausreichend Ausbildungsplätze geht. Dafür werden wir uns auch in den nächsten Jahren stark machen und mit eurer, mit ihrer Unterstützung wird uns das auch gelingen. Herzlichen Dank, Glück auf!